Servus Leute, zurück zu Let's Play Traveler's Rest. Nachdem wir jetzt den Herbst rum haben, ist heute der erste Wintertag. Wintertag mit viel Geld im Schlepptau. Also es gibt wieder einiges zu entdecken, einiges zu tun und ja, Gemüsebrühe kann man immer machen. Schöne Gemüsebrühe. Ich mach mal eine Spinatbrühe. Ich hab's ja aus Brokkoli gemacht. Naja, erstmal nicht. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Also, hier will ich nichts machen, sagen wir es so. Fruchtsaft aus Wassermelonen for the win. Roséwein geht auch immer gerne. Gin ungereift aus Mais. So kann ich den Mais verbrauchen, weil... erstmal brauche ich ihn nicht. So, ich habe sehr viel Kohle. Der Besen ist noch beschäftigt. Die Katze ist gemaxt. Die Tische... Ja, der letzte Tag hier war... noch geschäftigt. Noch geschäftigt, habe ich nochmal ordentlich kassiert. Weil im Winter gibt es wieder viel zu tun. Erstmal innen drin alles richten, dann oben mal kurz schauen. Hier muss geputzt werden. Dafür habe ich aber eine Haushaltsangestellte, prinzipiell. Wenn ich den öffnen würde. So, hier haben wir Melonensaft, hier haben wir das. Das ist noch gefüllt. Wir haben Braugegenstände, fehlen uns ein bisschen. Brühen sind eher für Weiterverarbeitung gut. Weiterverarbeitung ist hier drin. Also rein mit dir. Okay, wir brauchen langsam mal wieder neuen Saft aus roten Trauben, sehe ich gerade, wenn ich weiter noch Seewein mache. Bestandsprobe ist nämlich gerade, unten schauen wir mal, hier wird fleißig weiter gereift. Mir fehlen mittlerweile allerdings, tja... Scheiß drauf. Ist egal. Ich wollte es nämlich 10-10 machen eigentlich, aber kommt auf selber raus. So, der Winter ist angebrochen. Das bedeutet, einiges ist nicht mehr gültig. Hier sehen wir Sachen, die nicht mehr aktiv sind. Hier sehen wir andererseits Sachen, die weiterhin aktiv sind. Was war das nochmal? War das weiß? Nee. Hier habe ich sehr viel... Ich weiß gar nicht, was da wächst. Waren das nochmal Wassermelonen? Ich könnte mir vorstellen, da habe ich Wassermelonen gepflanzt. Tja, im Winter. Muss ich mal sowieso schauen, was es hier alles so gibt. Das ist ein schönes Gefühl. Oh, ich mag so einen richtig schön festen Schnee, den man richtig zum Schneemann bauen hernehmen könnte. Aber interessant, dieser Schnee. Kann ich den Schnee irgendwie verwenden? Weil, was passiert, wenn ich da... Ah ja. Weil den Schnee abbauen kann ich nicht. Ich habe hier angefangen mit meinen ersten Bäumchen. Und ich möchte hier nichts entfernen eigentlich. Ich habe sie extra hier angelegt. Und ich werde die Bäume hier, die Bäume, die was bringen, nach hier der Reihe nach anpflanzen und nach links rüber. Da habe ich, denke ich, genügend Platz. Gestört nur von diesem einen kleinen Klumpen Kupfer. Sonst habe ich hier keine Platzprobleme. Dann kann ich theoretisch auf der rechten Seite normale Bäume wieder pflanzen. Aber das muss jetzt nicht zwingend sein. Ich habe massenweise Holz. Jetzt erstmal für die nächste Zeit. Das wird mich gut über den Winter bringen. Hier, die Kiste ist voll. Die Kiste ist sowas voll. Im Winter, komischerweise, wachsen wieder Oliven. So sei es, sollen Oliven denn wachsen. Im Winter, Moment, aber wo Winter? Habe ich irgendwie ein Level gemacht? Ich weiß schon, ich achte darauf so selten. Nein, ich habe keinen Fertigkeitspunkt. Ich habe überlegt, vielleicht will ich hier mehr Sicht haben. Im Winter, ich glaube nicht, dass wir unten und oben irgendwas im Winter Besonderes finden. Außer vielleicht ein paar Büsche oder sowas. Ich weiß nicht, ob Büsche oder so wichtig sind. Ich muss meine Notizen aufmachen, weil wir hatten ja einen Masterplan. Ich muss auf den Markt. Ich muss auf den Markt und es wird jetzt gnadenlos eingekauft. Für das Geld, das ich habe, wird jetzt gnadenlos Wintersachen eingekauft.
Ich kaufe mir den wöchentlichen Baumsetzling, der im Angebot ist, wenn er denn was Neuartiges ist. Ja, Blumen, bla bla bla. Einen Bananenbaum habe ich noch nicht. Sehr schön. Dann haben wir hier Winterfrüchte. Die Winterfrüchte sind zum Glück, also was heißt zum Glück, aber wie gewohnt, übersichtlich. Kürbisse, oh ja, Kürbisse sind wertvoll und davon muss ich Massen produzieren, weil geht nur im Winter und im Herbst. Roggen. Ja, Roggen war eines der wichtigen Gewächse, das ich brauche. Mit dem Controller weiß ich, dass ich da mehr auf einmal, dass ich gedrückt halten kann und dann hier muss ich mehr verklicken. Ah, nein. Gut, Roggen. Dann muss ich halt mehrmals klicken. Ist es halt so. Ich habe sowas von viel Geld. Geld! Und ich bereite mich darauf vor. Unendliches Wachstum. Naja, nicht ganz. Wie viel habe ich? 29. Das wäre dann 99. Wir nehmen sehr viel Roggen, weil Roggen die Basis von vielen ist. 29. Ich nehme 150. Ich werde zwar nicht alles anbauen wollen, aber das ist schon mal nicht schlecht. So, Roggen ist etwas, was ich sehr viel brauche. Ich brauche Zwiebeln tatsächlich. Ja, komm, davon können wir auch nochmal ein paar machen. Zwiebeln gehen immer. Mach mal. Es ist schön, wenn man Geld hat. Dann kann man auch wirklich was daraus machen. Zwiebeln. Chili bräuchte ich. Sonst kann ich meinen Weißkohl. Brauche ich Weißkohl für irgendwas? Ja, theoretisch bräuchte ich Weißkohl. Na, Kürbis auf jeden Fall. Ich nehme alles, was geht danach. So, haben wir Galaxy-Hopfen. Galaxy-Hopfen existiert nicht. Galaxy- oder Centennial-Hopfen war es, glaube ich. Deswegen geht im Winter. Chance auf extra Träge im Winter. Ja gut, ich brauche sehr viel von diesem Hopfen. Wenn ich keinen Galaxy-Hopfen bekomme, dann will ich den Hopfen haben. Wobei sehr viel... Ja, doch, sehr viel. 90. 90 ist sehr viel. Und Brokkoli. Ja, stimmt, Brokkoli war auch nicht schlecht, aber ist im Winter jetzt nicht mehr so gut. Blumenkohl? Blumenkohl. Ja, Blumenkohl. Davon brauche ich einiges. Davon brauche ich Massen. Erstens ist es im Winter super, Blumenkohl zu haben. Und zweitens brauche ich es für die Blumenkohlcremesuppe. Oh ja, dafür brauche ich viel Blumenkohl. Deswegen, wir füllen die Lager mit Blumenkohl-Setzlingen, Samen, was auch immer. Das wird sehr lange reichen. Ich habe sehr viel Blumenkohl. Ich übertreibe gerade maßlos, aber das gefällt mir auch ehrlich gesagt. So, wir haben Blumenkohl, wir haben Zwiebel. Zwiebeln habe ich 90 Zwiebeln, passt. Blumenkohl, Zwiebel und Gemüsebrühe geben Blumenkohlcremesuppe. Gemüsebrühe ist eigentlich aus Kürbis zu machen. Ich könnte noch mehr Kürbis machen, daraus könnte ich Öl machen. Schau mal kurz, ob irgendwelche... Was im Winter? Ananas. Ananas ist ein Wintergewächs. Kennen wir jeder. Jeder, der daheim einen eigenen Garten hat, einen Ananasstaude im Garten. Kennen wir. Ah ja, Bitterhopfen ist immer anbaubar. So, Frühling... Wobei Bohnen sind jetzt echt gut, weil Winter und... Stimmt, Winter und Frühling ist eigentlich eine gute Kombination, weil im nächsten Zeitraum ist es dann immer noch verfügbar. Und bei Bohnen, die kommen halt immer wieder. Aber will ich... Ja, eigentlich ist es geil, wenn immer geerntet werden kann. Das ist wirklich Value, aber auf, das ist halt eher Quantität. Das ist nicht wertvoll. Nicht sehr wertvoll. Grüner Tee. Grünen Tee müsste ich jetzt anpflanzen. Es reichen 6 Stück. Dann sehe ich hier Soja. Soja ist nicht vorhanden. Süßkartoffeln brauche ich für nichts. Den Rest brauche ich alles für nichts. Also das restliche Geld ab in die Kürbissaat. Der Rest geht in Kürbis. Jetzt noch? Nein, geht nicht. Nee.
Okay, wohl bekommt's. Ach du Schande, ach du Schande. Dadurch kann ich die Blumenkohlcremesuppe in naher Zukunft in Massen produzieren. Ich kann Zwiebelringe. Ja, ich brauche mehr Zwiebeln, deutlich mehr Zwiebeln. Dann kann ich Zwiebeln. Roggen, genau, Roggenpaniermehl brauche ich. Erdnussöl eventuell. Dann hätte ich die Zwiebelringe in Massen. Salattacos. Kopfsalat gibt es nicht, Paprika gibt es nicht. Soja gibt es nicht. Also kann ich keine Salattacos machen. Was habe ich noch? Kartoffelpilzsuppe. Pilze habe ich noch Massen auf, zur Verfügung. Kartoffeln weniger. Frühlingszwiebeln ist gerade auch nicht. Fleischspieß. Für den Fleischspieß brauche ich Soja, um Fleischersatz zu machen. Und oder ich finde mal Fleisch und Kürbis. Okay, hätte ich mir einen Kürbis. Mache ich als nächstes. Nächstes wäre Kürbis sozusagen. Gut. Anbaufläche. Haben wir ein bisschen. Aber maßlos zu wenig. Ey. Schau in die richtige Richtung, mein Freund. Ich brauche deutlich mehr Platz. Ich habe übertrieben mit den Einkäufen und es wird immer schlimmer. Immer schlimmer. Wobei, irgendwann denke ich mir wahrscheinlich, ja, irgendwann muss ich nicht mehr. Achso, das geht so. Schnee schippen. Damit habe ich auf jeden Fall. Wieso geht es dort unten nicht? Spiel. Ist dieses Eck wohl reserviert? Böses Spiel. Du beschränkst meine Freiheiten über das Sichtbare hinaus. Das ist nicht akzeptierbar. So, genau. Also, damit habe ich auf jeden Fall davon sehr viel. Traubentechnisch ist in dieser Jahreszeit nichts zu machen. Was gibt es sonst noch zu bedenken? Gucken wir mal doch kurz. Wassermelonen ist gerade nichts zu machen. Oh shit, ich habe den anderen Hopfen ganz vergessen, die Zitrahopfen. Ja, ich glaube, von dem habe ich aber noch einiges gemacht. Hoffe ich einfach. Ich hoffe einfach, dass es so ist. Wenn ich dann... Was? Spiel! Akzeptiere meinen Willen, dass ich hier noch pflanzen möchte. Was für ein Frevel. Besonders, dass dort oben eigentlich geht. Moment. Okay, das ist für mich nicht visuell wahrnehmbar, dass ich da nicht pflanzen kann. Besonders, wenn es ein Mindestabstand zum Rand sein muss, dann warum konnte ich da weitergehen? Naja. Okay. Ist halt so. Ich hätte es ja akzeptiert, wenn hier eigentlich im Winter gärtnern. Das ist eine Besonderheit. Was auch ganz cool wäre, das ist eigentlich in anderen Spielen absolut dieser Art, absolut der Standard ist, unterschiedliche Melodien. Also was mir jetzt gerade auffällt, die Musik. Ich würde schon es begrüßen, wenn da jetzt eine schön winterliche, entspannte Chillmusik. Moment, irgendwas mache ich falsch. Ah! Nee, da kann ich nichts machen. Aber hier ist auf jeden Fall Gras im Weg. Das gute Wintergras. Stimmt, da erinnere ich mich auch. Zwecks dem guten Wintergras. Wir haben ja auch im Winter was Besonderes vor. Wir wollen unbedingt im Winter Tiere. Das wird das nächste größere Projekt. Dazu muss ich aber auch wieder ein bisschen Geld verdienen. Dazu müssen die ganzen Sachen, die ich jetzt gekauft habe, gepflanzt werden. Ich werde nicht alles pflanzen können, weil ich habe ich habe es übertrieben mit dem Kaufen. Maßlos übertrieben. Den Bananenbaum sollte ich setzen. Gut, das machen wir mal schnell. Der Bananenbaum, ich kann mich nicht erinnern, dass ich Bananenbaum... Ein Baum müsste Walnuss sein, ein anderer müsste...
Bist du Olive? Habe ich schon einen Olivenbaum? Ich weiß nicht. Also Walnuss, Aprikose, was auch immer das war. Ne, Mango. Mango habe ich, glaube ich, zweimal. Genau, das sieht zum Glück auch anders aus wie die anderen. Kommt einfach da eine Reihe Bananenbäume. Bananenbaum, ja, warum? Warum nicht eine Bananenstaude? Geile Sache im Garten. Und andererseits, ich kenn's von meiner Mutter. Die versucht wirklich jede komische Baumart im Garten anzupflanzen oder so. Da gibt es zum Beispiel, ja, jede Menge komische Mini-Bäume hauptsächlich. Also irgendwelche mutierten Bäume, die angeblich kleiner werden sollen. Und dann in Wirklichkeit nicht klein werden. Der Klassiker. Der angebliche Mini-Pfirsichbaum ist fast so groß wie der normale Kirschbaum geworden im Garten. Deswegen, läuft nicht so. Oder der Boden ist einfach Premium. Dass es sich alles besser entwickelt, als man denkt. Aber hier möchte ich auf jeden Fall jede Art von Frucht in Baumform, besonders wenn sie kostenlos kommt, also so Apfelbaum. Ah, Apfelbaum. Eigentlich wäre Apfelbaum das Beste, was man kriegen kann. So, warum habe ich jetzt hier das alles geschippt? Weil ich diesmal dieses Feld komplett okay, ich mache es zu niedrig. Ein Sechserfeld in die Riesenbreite, damit ich schön Platz habe, da viel zu pflanzen. Ohne Sprenkler muss ich mir die Arbeit so leicht wie möglich machen. Und am leichtesten finde ich nicht, dass man von unten nach oben macht, sondern von links nach rechts tatsächlich. Deswegen, das habe ich schon festgestellt, dass das mir am meisten liegt. Boah, ich will nicht mit ihm tauschen. Das ist ein Knochenjob, was der da betreibt. So viel zu tun. Und das im Winter. Und die Lumpen habe ich schon ein ganzes Jahr an. Ohne Dusche, ohne waschbaren Eimer oder sowas. Dass überhaupt noch Leute zu mir reinkommen. Das muss ja müffeln in meiner Wirtschaft. Wobei, durch ein gutes Essen wird der Geruch vielleicht übertünkt. Und ich hoffe, die Angestellten waschen sich. Wenn schon der Besitzer sich nicht wäscht. Das ist wie im echten Leben. Wenn man keinen Kundenkontakt hat, dann kann es einem egal sein. Deswegen ist ja Homeoffice so beliebt. Wenn man keinen Kundenkontakt hat, kann man auch mal eine Jogginghose anziehen. Oder gar nichts. Ja. Besonders im Sommer. Im Sommer nichts anziehen während der Arbeit oder minimalstes anziehen. Das kann man halt nur im Homeoffice. Wenn es jeder kann. Oh, ich würde gerne einen Blick in die Zukunft werfen. Ob es dann vielleicht später automatische Busse zum Beispiel gibt, weil Busfahrer ist im Moment, glaube ich, ein Beispiel für etwas, was im Homeoffice schlecht ausführbar ist. Aber vielleicht in einer nahen oder entfernten Zukunft ist der typische Busfahrerjob sowas, was heute ein Gamer macht. Man sitzt vorm PC und zockt ein Rennspiel. Naja, Rennspiel würde ich es mal nicht nennen, ein Fahrsimulator. Also Simulatorspiele gibt es ja schon mal zum Indies viele. Warum nicht auch den Bussimulator? Oh, wenn ich dran denke, das muss ich auch noch alles gießen. Das muss ich auch noch alles gießen. Das wäre herrlich. Das wird ja da mega. Naja, aber wenn das alles fertig ist und so, dann... Ups, da habe ich zu viel gemacht. Wenn das alles fertig ist, dann geht's ab. So, was hau ich da sonst noch mit rein? Ja, komm, Robben. Das ist doch wunderbar mit Roggen und dem Hopfen. Da kann ich da auf jeden Fall... Was kann ich aus Roggen und dem
Das Porterbier. Das Porterbier kann ich aus dieser Kombination machen. Leider nichts anderes. Eigentlich hätte ich den anderen Hopfen dringender nötig gehabt. Meine Vorräte werden so gnadenlos voll sein. Ich kann dann richtig was machen. Hier... Oder hier. Hier war eigentlich immer der T-Spot. Lassen wir ihn auch den T-Spot bleiben. Dann da drunter sind noch drei Felder. Drei Felder für... Zwiebeln. Die Zeit rennt schon wieder. Ich würde gerne die Zeit entschleunigen am ersten Tag oder sowas. Aber das ist ja nicht so. Oder einfach Sprengleranlagen. Wann kommt endlich Magie oder sowas? War doch auch schon längst. Das sollte eigentlich schon längst da sein. Warum kann ich da pflanzen? Da habe ich doch gar nicht gegossen. Zumindest nicht bewusst. Nicht freiwillig. Feinste Zwiebeln. Ich hoffe, da sind wirklich... Sind da Melonen? Es gibt doch keine Melonen, oder? Vielleicht wachsen auch Kürbisse. Vielleicht habe ich ja schon Kürbisse dort gepflanzt. Das kann ja auch sein. Irgendwas Wertvolles habe ich da gepflanzt. Ich kann mich bloß nicht mehr erinnern, was. Aber es wird sich alles ergeben, sobald man sieht, was rauskommt. Musik? Sagst du mir schon, es ist Zeit zum Schlafen? Nein? Ja, genau, also prinzipiell habe ich damit echt gut was jetzt schon zusammen. Ich würde wahrscheinlich mein restliches Geld weiter in Kürbisse investieren. Vermutlich. Kürbisse ist nie verkehrt. Und Kürbis kann man immer genug oder über gut was gebrauchen. Das muss alles ins Gemüsebrühe, oder? Gemüsebrühe 1. Kürbis für den Fleischspieß 2. Gemüsebrühe 3 für die Kartoffelpilzcremesuppe. Genau, ich habe den Kürbis dann oder die Brühe in 3 verschiedenen Essen drin. Da der Kürbis das Essen richtig ordentlich pimpt im Wert. Ja, sollte das ganz gut sein. Was nicht gut ist, ist, dass ich keinen Platz mehr habe. Dann habe ich irgendein wichtiges Gewächs, das ich unbedingt brauche. Dann sollte ich es hier jetzt noch pflanzen. Weil den restlichen Roggen, den kann ich auch später noch verbraten. Oh nein, nicht geöffnet. Oh. Irgendwas Wichtiges? Ja, Blumenkohl. Wenn etwas wichtig ist, dann ist es der Blumenkohl. Weil ich... weiß gar nicht, aber ich glaube, den habe ich nicht wirklich auf Vorrat. Genau, den hatte ich bloß mal zum Testen des Rezepts überhaupt einfach mal so gekauft. Nicht produziert, gekauft habe ich ihn einfach mal so. Ja, wird geil. Wenn der fertig ist, geht's ab. Blumenkohlcremesuppe. Und zwar en masse. Ja, den Rest gebe ich erstmal ab und das ist halt, ja, Kimchi. Ich würde gerne mehr Kimchi machen. Das ist so eine Sache. Tja. Aber ja, der Garten steht jetzt erstmal vorerst. Das ist eine ordentliche Menge. Ich kann damit vieles herstellen. Vieles. Damit werden die Vorräte ordentlich gefüttert. Und der Winter kann ordentlich starten, würde ich mal behaupten. Noch geht nicht viel. Aubergine. Kein Fan von Aubergine. Ich kann Zwiebelringe aktuell machen. Das gehört ja zu meiner Standard
an zu meinem Stand angebunden. Das kann ich auch noch machen. Wobei... Ja, okay, ich habe Brokkoli. Ist auch ein gutes Rezept. Oh, ist auch lecker, finde ich. Soja habe ich massenweise. Was auch sehr gut ist. Ich warte eigentlich nur auf den Roggen. Und dann wird die Produktion hier voll auf Roggen umgestellt. Wobei, den Gin werde ich wahrscheinlich... Ich werde beim Gin wahrscheinlich nicht auf Roggen setzen. Bis ich nur noch Roggen habe. Davor werde ich hier das ganze Zeug verbraten. Aber hier so langsam... Ah, nee, Roggen fehlt eben. Roggenmalz, oder? Röstmalz aus... Gerste... Ich schau mal ganz kurz. Das Erste, was ich machen könnte, wäre... Portebier. Aus Roggen. Ich habe Galaxy-Hopfen, aber ich nehme... Oh, ich brauche... Oh, das war ein Riesenfehler, dass ich so viel gekauft habe. Das ist ja Schmutz im Vergleich. Naja, Mist. Das steigert ja gar nicht den Wert. Ist ja mies. Oh, interessant. Ich kann keinen Röstwalz aus Mais machen. Das ist auch interessant. Das wusste ich noch gar nicht. Oder habe ich noch nicht so wahrgenommen? Tja. Wie sieht's denn gerade zu Beginn des Winters? Wie gesagt, machen wir mal Inventur. Wie sieht's denn hier aus? Essenstechnisch. Oh ja, stimmt. Kleines Update. Erinnert ihr euch noch? Ist nicht lange her. Da habe ich gesagt, was mir fehlt, ist sozusagen ein Button, womit ich die Sachen automatisch einsortiere. Ist in Stardew Valley zum Beispiel Standard. Haben sie jetzt reingepatcht. Das letzte kleine Update hat sozusagen diesen passendes Lagern-Button hinzugefügt scheinbar. Ja, und dadurch kann man das machen. Auch ja, oh ja, auch das. Jetzt wird passendes zusammensortiert, wenn man da... Das ist auch gut. Jetzt wird es zusammengelegt, wenn was zusammenpasst. Räumt es schön auf. Automatisiert. Oh ja, ich glaube, ich habe hier einiges auf Lager. Muss ich schon zugeben. Ich werde jetzt wahrscheinlich... ein, zwei Tage vielleicht offscreen machen. Ein bisschen Sachen produzieren, was ich so habe. Darauf warten, dass die schönen Sachen draußen fertig werden. Vielleicht mache ich auch noch neue Felder und sowas. Aber ansonsten... Ansonsten nehmen wir das billige Öl. Ansonsten würde ich sagen, was ist jetzt erstmal? Der Winter ist gut gestartet, finde ich. Und ich bin jetzt wieder pleite, von 40 Gold auf 0 runter, aber ich habe massenweise Geldpotenzial jetzt bekommen. Und das werde ich jetzt die nächste Zeit ausnutzen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf zuzusehen. Freut euch darauf, das nächste Mal zu sehen, was daraus wird vielleicht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.